Blick auf den Matchreport zeigt 3:0 Sieg, zeigt aber auch gewisse Defizite, hast du schon gesehen. Dein Gesicht an der Außenlinie sprach manchmal Bände. Wo siehst du Kritik heute an am Spiel des VfL Wiesbaden? Ja, das ist mal ein Lob. Wir gewinnen 3:0 daheim. Das ist eigentlich das optimale Ergebnis. Wir haben 3 Punkte, keinen Satz verloren. Haben auch den engen Satz noch gewonnen, 30-28. Aber da haben wir sicherlich einiges nicht wirklich gut gemacht. Ja. Vor allem im Blockspiel haben wir nicht so gut gearbeitet. Auch im Aufschlag war da relativ viel Fehler und auch leichte Aufschläge. Da haben wir ein bisschen nachgelassen an der Konzentration, an der Aggressivität, aber auch an der Qualität des Spiels. Und das ist sicherlich der Hauptkritikpunkt im zweiten Satz, dass wir haben. Ja, uns nicht wirklich so verhalten wie im Satz 1 und 3, was angeht die Intensität. Imke Wedekind, insbesondere der zweite Satz interessiert uns heute. Eine ganz, ganz enge Kiste. Da gab es eine Situation in der Crunch-Time. Da pfiff der Schiedsrichter, zeigte zuerst einen Doppelfehler und zeigt dann plötzlich zum VfL Wiesbaden. Wie haben Sie die Situation wahrgenommen und was war da los? Das Problem war, dass das der Pass sehr dicht war und unsere Außenangreiferin halt angegriffen haben. Und dann ist sie mit der Zuspielerin von Wiesbaden kollidiert unten. Und die Schiedsrichter haben halt entschieden, also der erste Schiedsrichter hat entschieden für Doppelfehler, weil halt beide hingefallen sind. Und der zweite Schiedsrichter hat dann aber gesagt, dass die Angreiferin von uns halt übergetreten ist. Dadurch ist es halt eine Behinderung auf der anderen Seite und dementsprechend der Punkt für Wiesbaden. Wir haben einen Satz gesehen, der auf absolute Augenhöhe war und auch durchaus anders hätte ausgehen können. Wäre das der Knackpunkt in diesem Spiel gewesen, um im dritten Satz vielleicht ein anderes Resultat heute zu sehen? Ja, wir wären auf jeden Fall positiver in die 10-Minuten-Pause gegangen und dann hoffentlich auch selbstbewusster rausgekommen. Ob es der Knackpunkt gewesen wäre, kann ich nicht sagen. Im zweiten Satz gab es eine Situation, die war ein bisschen strittig. Da zeigt der erste Schiedsrichter einen Doppelfehler, entscheidet sich dann aber doch nach Rücksprache mit seinem zweiten um. Wie hast du die Situation gesehen? Kannst du den Zuschauern erklären, was da passiert ist? Ja, sicher. Nummer 8 von Hamburg hat angegriffen. Dabei war es sehr dicht zugespielt. Sie springt unten durch, kommt unter dem Netz hindurch. Bei uns im Block, die Martina am Block, wird dann behindert, das Bein gestellt sozusagen, wie beim Fußball. Kann nicht weglaufen und fällt hin. Das ist natürlich eine Behinderung, wie man es auch kennt. Das war unten durch, hat uns berührt. Wir haben dadurch einen Schaden erlitten. Wir konnten nicht weglaufen vom Netz. Das ist natürlich kein Doppelfehler, das ist natürlich ein Fehler vom Gegner und war dann auch richtig korrigiert vom ersten Schiedsrichter. Der zweite Schiedsrichter hat sich da eingemischt, hat es auch angezeigt, es gibt einen Punkt, es war ein Fehler von Hamburg und somit denke ich eine korrekte und richtige Entscheidung. Carino, Martina, Gratulation zum 3:0-Erfolg. Hättet ihr gedacht, dass das heute so eine deutliche Kiste wird? Also hoffen tut man das immer, aber man weiß es vorher nie eigentlich. Hamburg hat immer ein paar Sätze gehört gegen andere Gegner, so ist es immer schwierig einzuschätzen. Aber glücklich haben wir das einfach, ja, 3:0 gewonnen, so das ist richtig gut. Martina, du hast heute toll in der Feldabwehr gestanden. Schauen wir mal auf den zweiten Satz. War der schwierig zu spielen? It's never easy to play with this team. Ja, Hamburg ist nicht einfach zu spielen, denn du weißt nie, was sie als nächstes vorhaben. Im zweiten Satz haben wir ein wenig die Konzentration verloren. Allen in allem haben wir aber unsere Sache richtig gut gemacht und wir sind glücklich über den Sieg. We are happy for the victory. Carine, ihr wart heute sehr, sehr stark im Angriff, habt echt gute Werte gemacht heute. Zum Schluss hatte man den Eindruck, dieses Spiel läuft ja von selbst. Gibt es irgendwann einen Punkt, wo man sich so in einen Rausch spielt, dass es dann quasi von alleine läuft? Also man merkt, wenn wir mehr Fehler machen, dann wird es wirklich schwierig. Und auf einmal haben wir die Fehler reduzieren können und dann läuft es eigentlich ganz einfach. Und dann läuft auf einmal alles. So, keine Ahnung, wie wir das machen, aber wann wir das machen, ist es gut. Abschlussfrage, nächste Woche wartet Schwerin. Schwerin heute verloren, 3:1 gegen die Raben haben wir gerade erfahren. Ist deine Prognose fürs Spiel, was erwartest du? Ja, die Saison ist verrückt, ne? In dem Fall kann es auch wirklich mal ein verrücktes Ergebnis geben. Wiesbaden gegen Schwerin, auch in dieser Saison. Nachdem wir zweimal verloren haben, 3:0, 3:1 zu Hause, Pokal und Liga, wäre es vielleicht ein ganz guter Wink und eine ganz gute Idee, in Schwerin wieder mal zu gewinnen, wie letztes Jahr auch. Und mit dem Ergebnis, was Phil Zimmer gemacht hat, können wir sicherlich viel herausziehen. Was haben die gemacht? Was hat zum Erfolg geführt? Ein bisschen ableiten, gut vorbereiten und dann fahren wir nach Schwerin. Sicherlich auch optimistisch, dass wir was holen können, wie viel es nachher geht, werden wir nachher sehen, aber wir sind auch noch am Suchen unserer Formen, natürlich von der Vorrunde.
wir kommen besser ran. Wir haben halt stabiler gespielt, in der Ballannahme zum Beispiel. Auch gut im Angriff gespielt, mit Ivanovic halt überragend ins Spiel gekommen. Aber wir können noch viel verbessern. Wenn wir jetzt wieder jeder ein, zwei Fehler reduzieren und vielleicht nur ein, zwei Punkte mehr machen, dann sind es schon 12 im Gesamten. Das ist recht viel im Volleyball. Und das ist eigentlich immer so unser Tenor. Ja? Jeder stellt ein, zwei Fehler ab, macht ein, zwei Punkte mehr. Und dann gewinnen wir auch gegen Schwerin.